Heute erzähle ich euch etwas über das Raum. Entschuldigt, der Computer wackelt. Über Raumzeit. Ja, klingt komisch, ist aber wirklich ein Thema bei mir. Ich habe null Zeitgefühl. Wirklich null. Also, wenn man mich jetzt gerade fragt, wie viel Uhr es ist, ist es maximal 12 Uhr. Wir haben laut dem Telefon, wo ich sagen muss, ich vertraue dem Telefon nicht, das betrügt mich bestimmt. Nein, steht auch auf anderen Uhren, also haben wir jetzt aber schon 18, fast 19 Uhr. Das ist also mindestens ein paar Stunden Unterschied. Mann, ich hab's nicht mit Zahlen. Ich geb's zu. Ich bin in Mathe total furchtbar. Zumindest wenn ich so auf die Schnelle rechnen soll. Ja, ich hab also, da gibt's diese ganz lustige Anekdote, die eigentlich gar nicht lustig ist. Jedenfalls für mich nicht und meine Beine nicht. Autsch. Haben mir danach die Beine wehgetan. Also, als ich so ungefähr 12, 13, maximal 14 war, war ich mal eine Weile lang bei uns in der Stadt in, also ich habe viele Schulen durch, ich habe 9 Schulen durchprobiert, unter anderem auch die Waldorfschule, die mich aber als pädagogisch nicht tragbar betrachtet hat. Wo ich zu meiner Verteidigung sagen muss, wer buddelt auch ein Loch mitten in einem Ackerweg im Herbst, wenn der Boden hart ist wie Stein, nur um das Loch dann wieder zuzuschütten. Ich meine, da kann man doch nur fluchen wie ein Verrückter. Naja, also ich war nicht pädagogisch tragbar. Ja, ich glaube, ich habe auch noch im Nähunterricht geflucht. Aber da habe ich mir auch ständig mit dem Nadel in den Finger gestochen. War ganz unangenehm. Naja, was sollte er denn nicht sein? Ich war allgemein nicht so der Schulfan. Ich habe, glaube ich, 9 Schulen durch. Ja, und auf einer von denen, die war auf einem Berg. Auf einem riesigen Berg. Und aber noch so nah, dass ich nach Hause laufen konnte. Da bin ich dann auch gelegentlich nach Hause gelaufen. Und damals hatte ich eine Freundin, die, falls es diese Videos sieht, jemals sieht, hi, die mich damals begleitet hat. Und das fand ich immer ganz schön, einfach so noch ein bisschen Zeit mit ihr zu haben. Ja, dann habe ich allerdings für eine Woche oder so eine andere Schule getestet. Und da fand ich es dann nicht so schön. Vor allem war immer zur selben Zeit Schulschluss. Dann hatten die ein einziges Mal eine Stunde früher Schluss. Aber keiner hat gesagt, wir haben eine Stunde früher Schluss oder so. Nee, die anderen sind dann halt irgendwo hingegangen. Oder eine Stunde ist ausgefallen. Aber auf jeden Fall dachte ich dann, ich kann nach Hause. Und vor allem war ich mir sicher, jetzt ist Zeit, nach Hause zu gehen und Mutti musste mich abholen, weil sie hat mich damals immer von der Schule abgeholt. Also wirklich, es war das Beste am Schultag, wenn Mutti dann kam und mich abgeholt hat. Aber an dem Tag dachte ich, meine Mutter hat mich vergessen. Ich war wirklich dann richtig so Kindergartenniveau zornig und dachte so, Mama vergisst mich, wie kann sie nur? Und dann bin ich dann zornig losgelatscht zu dieser, nach unten, den Berg runter und bin durch unsere Stadt gelatscht und bin dann zu uns in die Straße gelatscht, also fast eine Straße weiter von uns und bin dann zornig wie so ein kleiner Troll durch die Gegend gewatscht und habe meine Mutter, weil sie immer neben mir hergefahren ist, immer dazwischen gerufen, lass mich in Ruhe, du hast mich vergessen. Allerdings, was ich nicht wusste, weil mein Zeitgefühl halt schlecht ist, ist, Mama war pünktlich, aber ganz pünktlich. Nur, es war halt eine Stunde früher Schluss. Und ihr dafür, also, ich habe eben gedacht, sie hat mich vergessen. Mom war rechtzeitig da. An sich alles gut, aber damals war ich dann halt stinksauer und bin dann auch schmollend in mein Zimmer gegangen und habe stundenlang mit meiner Mutter geredet.
bis sie mir gesagt hat, hey du, es war alles wie immer, nur du hattest eine Stunde früher Schluss. Und dann hab ich mir so gedacht, ups. Naja. Noch so eine Geschichte ist nicht so alt, also ist jetzt wieder ein bisschen eher jünger, die ist glaube ich sogar erst ein paar Monate. Da habe ich eine Verabredung mit meinem Babett gehabt, worauf ich mich schon riesig gefreut habe. Hab mich dann aber hingelegt. Ich dachte nämlich, dass ich die Verabredung einen Tag später habe. Also die Verabredung war auf einem Mittwoch und ich dachte, wir hätten Dienstag. Dann habe ich mich hingelegt, habe eben eingeschlafen. Wenn ich einschlafe, kann passieren, was will. Ich wache nicht mehr auf so schnell. Und dann hat Babette eben geklingelt, meine Oma hat geklingelt und dann hieß es, oh, was, wenn sie mit Mama unterwegs ist, vielleicht und so. Und dann ist Babette meine Mutter auch im Edeka begegnet, wo ich am liebsten einkaufe. Wo die ganze Familie irgendwie am liebsten einkauft, wenn schon. Und dann denke ich mir so, und dann wache ich gerade eben auf, Mutti kommt heim und denke mir so, wow. Was ist denn hier los? Und dann so Mom zu mir, ja, sie sei bei Bett begegnet, die 10, 20 Minuten versucht hätte, mich wach zu kriegen. Und dann denke ich mir so, ups, da ist mir wieder mal was entgangen. Wir haben auch einen Kalender hier. Und in dem steht auch immer genau, was wann ist. Nur ich vergesse immer alles einzutragen. Tja, da bin ich nicht so ordentlich. Allerdings habe ich auch kein gutes räumliches Sehen. Also 3D nehme ich zum Beispiel sie gar nicht wahr. Das kann ich von meinen Augen her nicht wahrnehmen. Und ich muss zugeben, diese Türe, die da hinter mir ist, mit der habe ich schon öfters Kontakt gehabt, als mir lieb ist. Ich latsche nämlich unfassbar gern gegen alle Wände, gegen alle Türen und so weiter. Wobei mir da auch wieder so eine Geschichte einfällt. Oh Gott, als auf meiner ersten Schule. Da gab es diesen riesen Pfeiler, an dem musste ich jeden Tag vorbei. Und jeden Tag bin ich auf diesen doofen Pfeiler drauf gelatscht. Ich kann sagen, wirklich jeden Tag oder jedes Mal, jeden Morgen bin ich gegen diesen Pfeiler gelaufen. Dann war mein Morgen schon mal gelaufen, dann bin ich immer eher so durch die Gegend gelaufen. Ja, ich muss zugeben, bei Nacht erkenne ich unsere Wohnung so gut wie gar nicht. Da habe ich es auch schon mal geschafft, dass ich auf Klo wollte und dann bin ich plötzlich im Elternschlafzimmer gelandet, im Büro oder in der Küche und ich stehe immer etwas früher auf, damit ich noch Zeit habe, um den richtigen Weg zu finden. Wobei ich es nach dem ersten Mal dann meistens packe, aber es ist dann immer dieses, ich bin im Traum, ich schlafe und dann sehe ich irgendwie die Wände nicht mehr. Auch sehr beliebt, mich an Türen anschlagen. Oh Gott, ich schlage mich, glaube ich. Also wenn man meinen Körper anschaut, ich habe fast überall blaue Flecke. Meine Beine sehen zurzeit richtig schlimm aus. Aber man könnte meinen, ich werde übelst misshandelt. Aber eigentlich latsche ich einfach nur gegen alles gegen. Ist wirklich schlimm. Ich latsche gegen Schränke, gegen Wände, gegen Türen, gegen Türknaupfe. Vor allem gerne gegen Türknaupfe, habe ich das Gefühl. Wir haben da diese Eckwand. Und die latsche ich auch sehr gerne. Ich habe es auch nicht so mit Höhen, fällt mir gerade ein. Da gibt es auch diese etwas peinliche Geschichte. Die geht so. Ich musste an einen Schrank und da war eben etwas weiter oben. Also habe ich, um mich größer zu machen, einen Hocker drunter gestellt und bin auf den Hocker drauf. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt kann ich auch wieder runter. Dann will ich eben runtersteigen, gucke nach unten und denke mir so, oh, wow, das muss mindestens 10 Meter sein. Da gehe ich nicht runter. Und dann stehe ich da und das ist kein Witz, 5 Stunden lang, bis meine Mutter war da noch arbeiten zu dem Zeitpunkt, das ist also auch schon etwas länger her. Und
hat dann so nach 5 Stunden kommt meine Mutter heim und fragt mich so, was ich denn da oben auf dem Hocker mache. Und dann ist so, nichts Besonderes. Ich habe da jetzt nicht irgendwie, ich wollte die Tempos. Und jetzt komme ich nicht mehr vom Hocker runter. Da musste meine Mutter mir ernsthaft vom Hocker runterhelfen. Das einzige Zimmer, in dem ich auf den Hocker steigen kann und wieder selber runterkomme, ist mein Zimmer. Weil das kenne ich von allem, Höhen und Tiefen und so weiter. Da schlage ich mich auch zum Glück nirgendwo mehr an. Hui. Ich habe mal richtig, ich muss zugeben, ich habe riesig Angst davor, mal alleine zu wohnen in einer neuen Wohnung, die ich noch nicht kenne. Weil, Gott, die Ecken sind bestimmt nicht so schön abgelaufen wie meine hier. Ich meine, in einer Wand habe ich eine Kuhle, die ist ungefähr so groß für meine, da passt genau meine Stirn drauf. und das habe ich dann in der Wohnung nicht, die muss ich dann erst wieder mir sozusagen angewöhnen. Und das wird mal richtig schwierig. Darauf habe ich eigentlich nur Lust, aber ich plane eigentlich schon irgendwann meine eigene Wohnung zu haben, nur mal zu schauen, wie es so ist. Ja, ich glaube, das war's. Ich kann da jetzt zum Thema kaum mehr sagen, außer vielleicht. Ja, also ich könnte manchmal schwören, dass was gerade mal 3 Monate her ist und dann ist es schon 6 Monate her oder ein Jahr. Aber bei manchen Sachen bin ich mir auch ganz genau sicher, wann sie waren, weil dann habe ich sowas wie an Weihnachten, es war 4 Tage vor Weihnachten, ich weiß es noch, weil. Und dann denke ich, das sind dann solche Dinge, die ich mir gut merken kann, wenn irgendwas dann dazwischen ist. Mein erstes Video habe ich am 9.09.2015 hochgeladen, weil der 9.09. mein absoluter Glückstag ist, weil da ist mein Papa geboren. Und ich habe meinen Papa sehr gerne. Also war nicht immer so, weil wir hatten so unsere Schwierigkeiten im Sinne von Pubertät, Mädchen, Papa, Pubertät. Nicht so, läuft halt nicht immer rund. Aber inzwischen bin ich richtig froh über jeden Tag, den ich mit meinem Papi habe. Ja. Oh, auch so eine Geschichte. Ich habe am 9.09. war das große Apple-Event. Hui! Apple-Event! Da habe ich mich riesig drauf gefreut, weil ich mir unbedingt das iPad Pro kaufen muss. Möchte, will. Egal, wie man es formuliert. Das brauche ich. Ich werde in einen Dämmerschlaf schlafen, wenn ich dieses iPad nicht habe. Okay, das klingt jetzt melodramatisch hoch 10. Aber ist so. Und dann habe ich auf jeden Fall ewig auf dieses Apple-Event gewartet. Und dann am 9.09. sitze ich da so und denke und quietsche zu meiner Mutter, Mama, heute ist ein ganz besonderer Tag, heute ist der beste Tag im Jahr, heute ist sowas von ein besonderer Tag. Und frag meine Mutti so, ja warum denn? Und dann ich so, ja heute kommt's Apple Event, heute fahre ich aufs iPad rauskommen, yay! Und dann so meine Mutter, die ja schon klar, dass dein Vater heute auch Geburtstag hat, und ich so dann, ups, ja, nein. Er hat dann von mir etwas, also auch so eine ganz lustige Geschichte. Mein Vater kriegt von mir zu jedem Fest dasselbe Geschenk, aber wirklich das genau selbe Geschenk. Und ich meine damit jetzt nicht nochmal eine andere Ausführung, nein, das identische Geschenk, nämlich ein Zippo. Das habe ich ihm vor 6, 7 Jahren gekauft. Da habe ich noch, glaube ich, 3 Euro Taschengeld im Monat gekriegt. Und es hat so circa 30 oder so gekostet. Und da habe ich lange gespart, um meinem Vater dieses Zippo zu kaufen. Und jetzt lasse ich immer so gerne den Witz ab, Zippo hält lebenslänglich. Ist so dieses, er kriegt natürlich immer noch eine Kleinigkeit, wie jetzt zum Beispiel Salze Weißwurste, weil er die unbedingt essen wollte und die auch sehr gerne mag. Und da wollte ich ihm ein Weißwurstfrühstück zum Geburtstag schenken. Ist halt übrigens ein Abendessen dann geworden, aber ja. Okay, ich glaube, ich hab's. Also dann, bis nächste Woche. Ciao!